Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Isonitol und Insulinresistenz. Was habe ich davon? Ist das Quatsch? Ist das nicht Quatsch? Ich bin Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis, die Rose Fröhlich. Wir leben für den Content plus weg. Abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Das hier ist übrigens ein Pak Choi. Also für alle, die ihn nicht kennen. Super lecker, kann man super draus machen. Packen wir mal weg. Kommen wir mal zurück zum echten Patientenfall. Ich hatte eine Patientin in der Beratung, die gerne Gewichtsabnahme umsetzen wollte. Und bei ihr ist kürzlich mit einem HOMA-Index von 12, also ein sehr hoher Wert, normal ist da 1, eine Insulinresistenz definiert worden, also untersucht worden. Und man hat gesehen, dass sie eine hat. Da war auch Diabetes in der Familie. Und nun war die Frage von ihr in den Folgeberatungen, ob das Isonitol, was man ja auf Social Media überall irgendwie mal liest oder mal hört, ob das jetzt hilft, dass die Insulinresistenz, das PCO-Syndrom, besser wird. Also an der Stelle muss man erstmal sagen, es wird ja definiert als Vitamin B, also Vitamin B8. Es gibt offiziell kein Vitamin B8. Also das ist wie so ein Mythos sozusagen oder wie so ein Slogan, nimm mal Vitamin B, dann hilft das für was weiß ich. Das heißt, es gibt 8 Vitamine, aber das Vitamin B8 gehört eben nicht dazu und das gibt es auch nicht. Deswegen sind das so Strukturen, wo man genau hinhören muss und gucken muss, ist das hier ein Marketing, um die Leute zu überzeugen? Also da vorsichtig bitte. Das Isonitol gehört zu den Zuckeralkoholen und gehört am Ende wie Maltit, Isomaltit. Viele kennen ja auch die Süßstoffe sozusagen. Das heißt, das gehört in die Zuckeraustauschstoffe und man kann es am Ende so auch verwenden. Das heißt, wenn ich den Blutzuckerverlauf bei einer erhöhten Insulinausschüttung, also eine Insulinresistenz, bedeutet immer, dass die Bauchspeicheldrüsenzellen, die sogenannten Beta-Zellen, mehr Insulin herstellen. Das machen die sozusagen automatisch. Und wenn ich dann viele Kohlenhydrate esse, geht der Zucker hoch, die Insulinkaskade geht hoch und dadurch wird schneller Körperfett aufgebaut. Wenn ich auch zu viel Obst esse, wenn ich zu viel hier Chips, Schokolade, Süßigkeiten, was übrigens immer passiert, weil die Leute die gesunden Kohlenhydrate jetzt weglassen in dieser ganzen Low-Carb-Intervallfasten-Geschichte. Das heißt, die richtige Menge bei Reis und Nudeln, Kartoffeln könnt ihr sozusagen mit dem Ernährungsmaß die richtigen Portionsmengen nutzen, auch bei einer Insulinresistenz. Das funktioniert perfekt, weil man lässt die Kohlenhydrate auch nicht mehr komplett weg. Und wenn ich sozusagen jetzt die Kohlenhydrate trotzdem esse, Teller voll Nudeln, Milch, Reis, Grieß, Burger oder wenn wir in die Fastfood-Läden gehen, dort irgendwas Paniertes haben oder im Restaurant panierte Schnitzel, die Panade, die Reis, Nudel, Kartoffel, wenn die in höherer Menge kommen oder wie beim Milchreis noch kombiniert sind mit dem Milchzucker, dann habe ich trotzdem einen hohen Blutzuckeranstieg. Und ganz ehrlich, nur weil ich da dann Isonitol als Ersatzzucker reintue, weil ich vielleicht beim Milchreis den Zucker nicht drauf streue, da ist nicht der Zucker das Problem, sondern die Kombination von Reis und Milch. Da der Reis wird am Ende da die Stärke sozusagen zu Zucker und erhebt den Blutzucker an. Und die Milch hat Milchzucker, das läuft zwar langsamer, aber in der Kombi, am besten noch mit Zimt und Zucker obendrauf, so würde ich das essen, erhöht sozusagen die Insulinresistenz. Das heißt, die Insulinausschüttung kommt hinterher. Und da nützt mir auch kein Ersatzzucker, wenn ich dann mehrfach Fastfood-Restaurants aussuche, Burger esse oder panierte Sachen esse, Nuggets oder wenn ich ständig Chips esse, Schokolade esse oder gibt ja auch dann diese ganzen Schnitten, die man alle isst, wo ihr sozusagen Süßkram auch drin habt. An der Stelle funktioniert nicht. Also da ist egal, ob ihr Inositol oder irgendwas anderes habt. Das kann funktionieren, wenn ich es als Ersatz für den Zucker nehme, um in dem Moment den Blutzucker niedriger zu halten. Also zum Beispiel eine Quarkspeise, etwas Früchte rein und dann die Ersatzzuckersorten. Aber das kann auch jeder andere Ersatzzucker sein. Das muss jetzt nicht das Inositol sein. Wenn ich den Quark nutze, habe ich wenig Milchzucker oder fast gar keinen. Packe ich das Obst rein, habe ich ja auch einen Blutzuckeranstieg. Nämlich das Obst liefert Fruchtzucker, der macht Insulinkaskade und dadurch geht auch wieder der Zucker hoch. Vielleicht nicht ganz so hoch, weil ich jetzt Zucker reinmache in das Essen, weil ich dann den Ersatzzucker nutze. Aber wie gesagt, wenn ich dann die Kohlenhydrate weiter esse, hilft das nicht wirklich. Das heißt, vorsichtig alles bei dem, was ihr lest
Und noch ein Tipp, Leute, wenn das so helfen würde, dann würde ich hier gar keine Beratung machen. Dann würde ich, weiß ich nicht, am Strand sitzen und irgendwie Buch lesen oder so. Das heißt, an der Stelle ist es so, wenn Produkte wirklich helfen würden in Dauerschleife, dann hätten wir keine Insulinresistenz, dann hätten wir kein Übergewicht, dann wären die Menschen vielleicht schlank oder die Leute, die untergewichtig sind, könnten zunehmen. Einfacher, wenn das alles so einfach wäre, weil ich irgendein Produkt in kleiner Form zack kaufe und das funktioniert. Ja, Leute, ne? Ich bin ja nun seit 30 Jahren unterwegs und ich gönne es allen wirklich, dass wir das Produkt finden, was so gut funktioniert, auch in der Masse. Tja, gibt es nicht so viele an der Stelle. Das heißt, Insulinresistenz, Kohlenhydrate anpassen, auf die Menge aufpassen, moderat mit leckerem Essen sein. Es ist ja nicht per se verboten und versucht, die nüchternen Phasen zu durchbrechen mit eiweißhaltigen Produkten, weil die eiweißhaltigen gar nicht oder wenig den Blutzucker ansteigen lassen. So, ihr Lieben, da könnt ihr auch noch mal die anderen Videos euch angucken. Da habe ich ja schon das eine oder andere tatsächlich zugeliefert. So, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für euren, ne, Plusweg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Und dann bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Sandra.